Herzlich willkommen hier beim Rudermästen. Heute soll es mal darum gehen, warum ich persönlich die Su 76M als interessantestes und fast nicht bestes, aber am besten genutztes gepanzertes Fahrzeug bzw. Selbstfahrerfett im Zweiten Weltkrieg finde. Grob vorweg kann man ja schon mal sagen, dass die Su 76 bereits Ende 1942 in Dienst gestellt wurde und an die Front kam. Hier fielen aber schon sehr schnell gravierende Mängel gerade in der Getriebetechnik auf, sodass die Su 76 noch extrem häufig ausfiel. Eine Verbesserung im Frühjahr 1943 brachte dem Abhilfe und ab dort wurde dann die Su 76M produziert und an die Front geliefert. Im Laufe des Krieges wurden etwas über 12.000 Stück gebaut, insgesamt 12.600. Abgeschossen wurden ungefähr 8.500 Fahrzeuge. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die so häufig abgeschossen worden sind, weswegen finde ich die so interessant und ein so gutes Konzept? Einen haben wir da, wie sie gebaut worden ist, beziehungsweise woraus. Es wurden nämlich die bestehenden Fahrwerke des T-60 oder T-70 und T-80 Panzers noch verbessert, modernisiert, eine Laufrolle hinzugefügt, einfach hinten dann die Kanone drauf, eine 7,62 cm Kanone, das CIS-3 Modell und das Fahrzeug an sich war fertig. Und dadurch, dass es auf diesen kleinen Panzer aufgebaut worden ist, ist das auch eine der großen Stärken dieser Selbstfahrlafette. Es ist sehr schmal, es ist niedrig und somit auch sehr leicht und hat trotzdem eine sehr gute Bewaffnung. Ähnliche Panzer wie die schon eben angesprochenen T-60, T-70, T-80, der T-26 oder die BT-Baureihe, die hatten höchstens im Normalfall eine 4,5 cm Kanone. Und das war für die damalige Zeit 1943 natürlich überhaupt nicht mehr ausreichend für den Panzerkampf. Eine 7,62 cm Kanone konnte dagegen schon wieder viel bewirken, gerade auf kurze Distanz, wo die Su-76M auch gut hinkam, weil sie ja klein und unauffällig war. Und andere Panzer, die Su-85, Su-100, Su-122, die wogen dann schon um die 30 Tonnen und alles, was da drüber ging, also die Su-125, die ISU-Baureihe, der KV, alles um die 30 Tonnen, beziehungsweise dann bis an die 45, 46 Tonnen mit dem IS-2 ran. Und das ist natürlich denn zwar ein bedeutend größeres, stärkeres Kaliber und eine bedeutend bessere Panzerung, aber das brachte auch extremes Gewicht mit. Denn die Su-76M wog gerade mal 10,5 Tonnen und hatte dafür, wie gesagt, eine 7,62 cm Kanone. Alles, was sonst in der Gewichtsklasse war, war bedeutend schlechter bewaffnet. Das hatte wiederum den Vorteil, dass die Su-76M als erstes per Floß bzw. Fähre übergesetzt werden konnte. Die Su-76M konnte viele kleine Brücken oder schnell gebaute Behelfsbrücken verwenden, wo andere Panzer nicht rüberkamen. Denn im Winter gefror, war die Su-76M der erste Selbstfahrlafette, die dann wiederum über den gefrorenen Fluss übersetzen konnte. Es war also praktisch die gute Kanone des T-34 auf einem Glasaufbau, eine klassische gläserne Kanone. Denn die Panzerung gerade hinten für den Mannschaftsaufbau, in dem drei Mannschaften saßen, also der Kommandant, der Richtschütze und der Ladeschütze, war sehr klein und auch verhältnismäßig schlecht gepanzert. Also gegen Handfeuerwaffen und Splitterwirkung waren sie gut geschützt. Gegen alle größeren Kaliber, gerade mit panzerbrechender Wirkung, war es dann wieder wirkungslos. Und das ist auch einer der Gründe, warum es dann so viele Verluste gab. Die Panzer wurden dann doch relativ häufig im Alleingang eingesetzt und waren dann im direkten Panzerkampf natürlich benachteiligt, konnten sich aber wegen der guten Kanone doch noch behaupten und durchsetzen. Und
Anders als der T34, der dann auf den T34-85 aufgewertet werden musste, hat die Su-76M keine Aufwertung der Bewaffnung oder Panzerung erfahren. Es lag einfach daran, dass es ein Universalfahrzeug war, die eigentlich nur Unterstützungsfeuer leisten wollte. Sie hatte einen sehr hohen Richtbereich der Kanone und war auch als Sturmartillerie gedacht und war in der Aufgabe auch in der Roten Armee und bei den Rotarmisten sehr beliebt. Denn es war einfach so, nach einer Flussüberquerung, also eines breiteren Flusses, wusstest du, wenn er zu tief war, um durchzufahren, kam aber doch sehr schnell durch Fährbetrieb oder Behelfsbrücken die Su-76M nach und hatte dann wiederum mit ihrer 7,62 cm Kanone eine sehr gute Bewaffnung, um Widerstandsnester, MG-Nester, leichte Bunkeranlagen bzw. auch Bunkeranlagen im Allgemeinen dann zu bekämpfen oder halt mit gezieltem Feuer niederzuhalten. Und so hatte man dann praktisch immer entweder ein Stück hinter sich die fahrbare Artillerie stehen, die dann im Notfall direkt an die Front kommen konnte, um die Rotarmisten im direkten Feuern zu unterstützen. Weiterer Vorteil war dann auch noch, dass vorne der Motorraum sehr viele Rotarmisten auffassen konnten. Also auf Truppenverlegung, auf Märschen und dergleichen konnten dort viele Rotarmisten mitfahren. Und was auch noch recht selten ist bei Panzerwagen, es gab dort sogar Fälle, dass man darauf Verwundete transportieren konnte. Denn die Fläche war einfach lang genug, dass dort auch ein Mensch drauf liegen konnte und das in einer Höhe, dass man ihn auch noch vernünftig runterheben konnte. Ein weiterer Vorteil war dann dadurch, dass sie so schmal war und einen ausreichenden Richtbereich der Kanone, also nach links und rechts hatte, sowie nach oben sowieso einen sehr guten Richtbereich hatte, sie gut im Stadtkampf einzusetzen war. Viele Su-76M wurden auch in Berlin eingesetzt, in den Vororten sowie in anderen Städten, denn die konnten dann weiter hinten in den Straßenzügen stehen bleiben und konnten sehr gut die Häuserfassaden abdecken und selbst nahe konnten sie mit der hohen Kanonenrichtbereich abdecken. Da man diese Straßen komplett reingefahren ist, hat man dann eh schnell gelassen, daher auch Panzer wie der T-34 oder IS-2 sehr leicht von oben bekämpft werden konnten. Sei es durch eine Panzerfaust oder durch eine geballte Ladung oder andere Sprengmittel. Dort macht es denn kaum Unterschied, ob es eine Su-76M oder ein T-34 war. Der einzige Unterschied war, dass du bei der Su-76M durch den offenen Kampfraum hinten leichter etwas reinwerfen konntest und man eher mit einer Handgranate große Wirkung erzielen konnte. Bei den geöffneten Luken für eine bessere Sicht bei Panzern war das natürlich schon schwieriger. Dort konnte man, wie gesagt, aber einfach eine geballte Ladung oder gleich eine Panzerfaust drauffeuern. Dann war die Sache genauso schnell erledigt und der Panzer war genauso verwundbar. Deswegen kam es dann ja auch dazu, dass auf den Panzern Soldaten mitfahren mussten in den Stadtkämpfen, um den Panzer besser zu schützen. So war die Su-76M zwar sehr gut oder ausreichend bewaffnet für diese Zeit, aber schlecht gepanzert, dadurch aber auch wieder sehr leicht. Und das war auch ein großer Vorteil darin, dass sie dann an Stellen durch die Front brechen konnten, wo die Deutschen sie nicht erwarteten. Also sei es sumpfiges Gelände, sei es Tiefschnee, wo sie dann doch noch relativ gut rüberfahren konnte. Denn der Bodendruck lag gerade mal bei 550 Gramm auf den Quadratzentimeter, während der T-34, der ja schon breite Ketten hatte und für seine gute Geländegängigkeit bei den Deutschen bekannt war, hatte immer noch einen Bodendruck von 620 Gramm auf den Quadratzentimeter. Und so kam es halt immer mal wieder vor, dass über schnell oder leicht gebaute Knüppeldämme, die man schon im Vorfeld vorbereiten konnten, Su-76M die Front dort angreifen konnten, wo sie überhaupt nicht erwartet worden sind und wo das große Geschütz, also die 7,62 cm Kanone, wieder absolut ausreichte und ihr kaum etwas entgegengesetzt werden konnte, da sie an einer Stelle kam, wo man mit Panzerfahrzeugen in der Geschwindigkeit nie gerechnet hätte, weil die
Su-76M eine extrem gute Geländegängigkeit hatte und vom Bodendruck her kaum Probleme mit Einsinken und Festfahren hatte. Und das sind die Gründe, warum ich persönlich die Su-76M für ein sehr gelungenes, gutes Konzept und Panzerfahrzeug oder Selbstfallerfette halte, die zwar zu schwach gepanzert war, aber in ihrem Aufgabenbereich der Überraschungsangriffe, der Sturmartillerie und des Unterstützungsfeuer in der Zeit auch noch vollkommen ausreichte und so ihre Aufgabe gut machen konnte, auch wenn sie natürlich dadurch, dass sie genau so eingesetzt worden ist und oft alleine kämpfen musste, es dann zu gravierenden Verlusten kam. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.